Willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch einmal einen kurzen Überblick über Protokolle im Rettungsdienst geben. Es heißt so schön, wer schreibt, der bleibt, und besonders in einem Bereich wie Rettungsdienst und Krankentransport, wo durchaus mal Sachen vorkommen können, wo jemand einem etwas, wenn man es böse möchte, irgendwie vorwerfen kann, ist es wichtig, Sachen zu dokumentieren. Pauschal gilt die Regel, alles, was nicht irgendwo notiert ist, wurde nicht durchgeführt. Das, was wir hier haben, ist beispielsweise ein KTW-Protokoll. Dort kommt oben in die Ecke einmal die Krankenkasse der betroffenen Person hin, darunter Name und Vorname des Versicherten sowie Straße gegebenenfalls und das Geburtsdatum. Darunter Versichertennummer und alles Mögliche. Ich denke, das wird auch je nach Standort, wo man ist, unterschiedlich gehandhabt. Bei uns reicht es in dem Fall, Geburtsdatum, Name, Vorname und Adresse anzugeben. Der Rest wird dann geguckt. Außerdem das Geschlecht, ob männlich oder weiblich, der Tag, an welchem der Einsatz durchgeführt wurde, sowie die Einsatznummer, die auf dem Melder stehen habt. Außerdem das Rettungsmittel, einmal das Kennzeichen des Fahrzeugs und einmal die Funkkennung. Der Einsatzort, das heißt der Ort, an welchen ihr gefahren seid, und das Transportziel, wo ihr den Patienten, den ihr aufgenommen habt, hinbringt. Darunter dann einmal die Namen des Fahrers und des Transportführers, gegebenenfalls des Praktikanten. Und was bei uns noch relevant ist, wäre einmal die Alarmzeit und die Übergabezeit. Darunter dann die Einsatzart, also meistens entweder Krankentransport oder eben Notfalltransport, vielleicht auch Verlegung oder sonstiges. Und dann eben allerlei andere Sachen, die gegebenenfalls noch mit aufgetreten sein könnten. Darunter kommen dann Bemerkungen wie zum Beispiel mit Sauerstoff oder irgendwas anderes, was sein könnte. Außerdem bei erhobenen Vitalparametern können diese hier eben eingetragen werden. Der Puls eben als Punkte, der Blutdruck als Kreuzchen eben auf dieser Liste. Und auf der anderen Seite, hier oben kommt zum Beispiel bei uns immerhin, wer gerade fährt, also welche Organisation, dann eben die Notfallsituation, die beschrieben wird. Darunter eben Erstbefund, das heißt also, wie ist die Bewusstseinslage, wie ist der Kreislaufzustand, wie sind die Pupillen bei der Kontrolle, wie sieht das mit dem EKG aus und dann eben Schmerzen und Atmung. Außerdem noch gegebenenfalls eben erhobene Messwerte wie der Blutdruck, systolisch, diastolisch, Puls, Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz, Blutzucker und Temperatur. Darunter dann eben mögliche Erkrankungen und mögliche Verletzungen, die je eben nach Stelle dort angegeben werden können. Außerdem durchgeführte Maßnahmen wie zum Beispiel Stabilseitenlage, Überkupferch, Hochlagerung, Flachlagerung, Schocklagerung, Vakuummatratze und so weiter. Sauerstoff in Litern und eben was man sonst noch machen kann. Und eben hier drunter einmal Ersthelfermaßnahmen und bei der Übergabe eben, wie sich der Zustand des Patienten verhalten hat, an wen man übergibt, zu welcher Zeit und dann eben hier die Unterschrift des Verantwortlichen. Dieses Protokoll ist in der Regel aus zwei Seiten aufgebaut. Es gibt einmal eine bunte und es gibt einmal dahinter einen gelben Durchschlag. Der gelbe Durchschlag ist damit verbunden und es ist bei uns so, dass das bunte ins Krankenhaus geht und das gelbe am Rettungsmittel, hier in dem Fall am KTW, verbleibt. Es gibt noch andere Protokolle, das sind zum Beispiel die RTW-Protokolle, die können wir uns auch gegebenenfalls auch noch einmal anschauen.